Ja, einen schönen sonnigen Montagmorgen, meine lieben Zuseher da draußen. Ich melde mich heute mal persönlich zu Wort, denn es geht um meine Let's Plays. Ich habe beschlossen, mein Zelda Let's Play nicht mehr fortzuführen, da ich wirklich keine Nerven mehr dazu habe. Nein, ich weiß nicht wieso. Also ich habe nicht mehr so wirklich die Lust dafür. Versteht mich? Ihr habt ja gesehen, dass ich es nicht so gut kann. Und das wären dann 1000 Parts geworden, die nur von endlosen Game Overs gehandelt hätten. Ja, deswegen habe ich, aber als Entschädigung habe ich mich dazu entschlossen, jetzt ein neues zu machen, was ich aber auch noch nie gezockt habe. Mega Man X. Also Mega Man X1. Das Teil also. Ja, ist halt Mega Man. Mega Man ist einer meiner Lieblings-Franchises. Und für Super Nintendo habe ich eigentlich noch nie einen Teil gespielt. Überhaupt noch keinen. Ja. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das Zelda Let's Play abgebrochen habe. Vor allem du, Nick XD, du wolltest ja unbedingt, dass ich das mal spiele, aber vergib mir bitte. Ich habe es nicht geschafft. Ich gebe mich dem Spiel geschlagen. Nein. ja. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Mega Man X. Bei dem Mega Man X. Ja. Ich hoffe, ihr abonniert mich. Kennt ihr alles schon. Okay, dann geht's jetzt los. Viel Spaß. So, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Wie ihr in meinem Intro-Video schon erfahren habt, habe ich das Zelda Let's Play aufgegeben aufgrund von mangelnder Selbstbeherrschung, nein, ja, psychischen Stress von dem Spiel. Nein. Ja. Jetzt spiele ich halt Mega Man X. Mega Man, mein Lieblingsfranchise mit X. Habe ich noch nie gespielt. Super Nintendo. Voll cool. Ja. Los geht's. Erstes Level. Auf geht's. Ja. Wir sind auf einer Autobahn im Jahre 2000, 2100 XX oder wie auch immer. Und wir treffen auf Robotergegner, die ich noch nicht kenne. Yeah. Also ich habe das Spiel wirklich noch nie gespielt, nur was ich jetzt gerade zugeben muss, dieses Level. Einführungslevel habe ich so die Hälfte mal so ein bisschen gespielt, bis ich mal runtergefallen bin, nur um zu sehen, wegen Steuerung, Aufnahme und so ein Kack. Jetzt hoffe ich nur, dass das wirklich alles klappt mit der Aufnahme. Ich nehme das gerade mit Fraps auf, dass das nicht leckt irgendwie. Oh mein Gott, da ist wieder diese Bienenhelikopter-Roboter, nicht so geil, das hier. Ja. Und ich sitze gerade hier draußen an meiner Terrasse, weil hier bei uns so ein schönes Wetter ist. Gefühlte 25 Grad. Ja, was gibt es da Besseres als draußen zu sitzen, ein Let's Play aufzunehmen und Roboter, hier Hubschrauberbienen zu killen. Ja, ich weiß, es ist schade, dass ich das Zelda Let's Play aufgegeben habe, aber verzeiht mir. Vor allem du, NickXD, der wollte, ja, dass er mal sieht, wie ich das so durchkloppe. Habe versagt. Nein. Aber ich hoffe, du siehst dir das da auch gerne an. Aber Mega Man ist wirklich mein Lieblingsfranchise. Und den habe ich wirklich nie gespielt, den da. Kann auch sein, dass ich tausendmal sterbe, aber mindestens nicht so schnell wie bei Zelda. Zelda ist das etwas frustrierender, da man ja direkt am Anfang von diesem scheiß Dungeons dann immer ist und so. Und hier ist das irgendwie anders, so, keine Ahnung. Ist halt ein anderes Gefühl und so. Ja. Ja. Ich bin etwas ausgelaugt. Nicht nur, weil ich gestern Abend weg war und etwas getrunken habe,
sondern weil ich nicht viel geschlafen habe heute. Aber die Sonne gibt mir neue Energie sozusagen. Ja. Yeah. So. Jetzt sind wir hier bei dem Mothership. Voll ab. Hier sind Roboter rausgejumpt. Was passiert noch? Irgendwie muss ich nur diese Roboter-Autos killen. Ein fetter Roboter. Den müssen wir jetzt anscheinend fetzen. So, hat keine Energieleiste. Auf geht's. Himmel, der macht uns ganz schön zu schaffen. Oh mein Gott. Hat uns in die Knie gezwungen. Nein! So ein nutzloses Stück Altmetall. Kannst du wirklich ganz mich besiegen? Oh mein Gott, was ist jetzt? Wow! Kommt uns ein Retter zu Hilfe. Der sieht aus wie Proto-Man irgendwie, also erinnert mich irgendwie an ihn. Ein Protoman X. So nicht mehr irgendwie. Ich denke, ich bin nämlich stark genug, um ihn zu besiegen. X ist wissen, dass der mich besiegen kann. Er ist für als eine Kampfmaschine designt worden und sowas. Wenn du deine Fähigkeiten nutzt, bist du irgendwann stärker. Du wirst vielleicht stärker als ich. Ich werde mir noch Informationen über Sigmas Festung besorgen. Ich werde dich da treffen. Wir sehen uns. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ja. Wir gehen uns weg. Wow. Passwortsystem. Yeah. Ah, da sind diese. Da sind ja meine 8 Freunde, die sehr merkwürdig aussehen. Das ist ein Pinguin, ein Maulwurf, ein Falke und ein Dino oder sowas und noch so andere Typen, wo ich jetzt nicht diese identifizieren kann. Ja. Dann werden wir mal einen von denen in dem nächsten Part auf uns nehmen. Ja. Ich bedanke mich schon mal fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.